Tja, so ist das, Freunde. Mission 26. Ihr könnt das nicht dort Starten platzieren, wir mein heute. Lord. Wenn ihr euch die letzte Mission angeschaut habt, dann habt ihr gesehen, wie ich da echt gekämpft habe wie ein Löwe. Das war echt heavy. Und ich werde jetzt den nächste Mission genauso anfangen wie die letzte. Das heißt, ich werde die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter schrauben. Aus dem einfachen Grund, ihr habt es ja im letzten Part gesehen, dass ich schnell meine Festung aufbauen kann, bevor der Feind mir diese kaputt macht. 1, 2, Ihr 3. könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Doch, kann ich. 1, es sind 2, nicht 3, genügend Arbeiter vorhanden, 5. um das Gebäude zu verwalten. Ihr könnt es das sind nicht nicht dort genügend platzieren, Arbeiter my Lord. vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. 4. Ja, chill mal. Wir haben 3000 Gold, ihr könnt sehen. 3000 Stadtgeld, aber ihr wisst auch, wie schnell 3000 Gold. Wir benötigen mehr Holz. Na super, ich kann keinen Markt bauen. Jetzt muss ich auch noch warten, bis Holz da ist. Schon gefailt. Ist aber nicht so schlimm. Ihr wisst mittlerweile, wie schwer es ist, sich gegen die Gegnerhorden zu stellen, wenn sie gut vorbereitet sind. Ist mittlerweile echt schwer in den Missionen, wo wir uns jetzt befinden. Das echt nicht mehr so ohne. Deshalb werden wir diesmal früher anfangen, uns aufzubauen. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Ja, das ist doch geil. Fünftgrößte Herrscher zu sein, hat doch was. Das bringt uns aber leider nichts, wenn wir kein Gold haben. Ihr könnt auf uns zählen. Wir haben leider keine Geldressourcen. Keine Holzeinheiten mehr, weil ich Schüssel vergessen habe, einen Markt eben zu bauen. Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe. In der so, da wird schon der erste Gegner angreifen. Da habe ich jetzt echt Mist gebaut. Jetzt holen wir das aber ganz schnell nach. Jetzt bauen wir erstmal schnell eine Brauerei. Eins davon. Dann unser Lager und natürlich einen Kornspeicher, weil sonst fällt unser Dings gleich in den Keller. So, und dann brauchen Eine wir Nachricht natürlich vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eurer erbärmlichen Burg. Na, das können es sind die nicht genügend Geier Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir müssen jetzt erstmal schnell Bier einkaufen. Sonst kommt niemand in unsere Burg. Es ist eine Nachricht vom Kalifen. Ah, ihr strapaziert meine Geduld. Wir werden schon ich angegriffen. Werde euch zermalmen. Man rückt dem Lord zu Leibe. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Oh, ich glaube, die Mission muss ich neu starten. Ich habe eben Mist gebaut. Sehr schlecht von mir. Naja, wir warten mal kurz. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch irgendwie. Ich habe mal eben die Nahrung nach oben gedreht. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Eine Nachricht vom Kalifen. Seht euch vor. Na, das wird so nicht. Seht euch vor. Wir machen nochmal einen Neustart. Gehen die Optionen und drehen die Geschwindigkeit runter. Bestätigen, zurück. Spiel wieder aufnehmen. Okay. Ich vergesse das auch immer erst den dusseligen Markt. Das bauen. Muss direkt ans Vorratslager gebaut werden. Ich kann werden. Mich da manchmal selbst auch nicht verstehen, dass ich nicht den Kack Markt kaufe. Das ist doch so einfach. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Eure Beliebtheit sinkt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my es Lord. Sind nicht ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Um das Gebäude so, zu verwalten. Jetzt habe ich mir erstmal die ganzen Steinressourcen gekrallt, wie so ein Egoist. Und dann holen wir uns hier unten ein bisschen Hopfen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. So, und dann brauchen wir natürlich noch ein paar Gebäude. Sonst ihr könnt das nicht dort platzieren, haben wir keine Leute, die uns in unserer Burg arbeiten, keine Bauern. So, dann habt ihr eben schon gesehen, ich habe das Ganze mit zwei quadratischen Türmen gestartet, aus dem einfachen Grund, weil man damit sehr einfach seine Festung verteidigen kann, sehr effektiv vor allem. So. Allzeit wie bereit. Tief ist es? Es ist sehr tief und ihr geht jetzt buddeln, meine Freunde. An die Mission kann ich mich übrigens noch sehr genau erinnern.
Wenn ich sehr genau sage, meine ich auch sehr genau. Also die weiß ich noch wie gestern, die Mission. Deshalb weiß ich auch, auf was es hier ankommt, auf eine sehr starke Verteidigung. Und aufpassen, dass der Gegner nicht Lager kaputt macht, sowieso, wie immer. Jetzt ist es sehr gefährlich. Was mache ich denn hier? Jetzt passt es. Was man oft hier nicht sieht am Land hier unten, da können die Gegner immer noch durchlaufen. Da muss man ganz gut es werden alles Rekruten zubauen, benötigt, Sire. Weil das oft nicht so passt, wie das auf der Karte angezeigt wird. So, jetzt bauen wir erstmal unser Lager noch ein bisschen aus. Das muss hier alles hier reinpassen, unsere Ressourcen. Dann holen wir uns eine Bierstube. Vielleicht zwei Stück. Hier die Plantagen müssen wir, die Palmen müssen wir noch abernten, dass da uns Plantagen hinpassen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Und dann investieren wir erstmal unser Gold, was wir noch haben, nicht in Truppen, sondern in viel Holz. Nochmal so ein Tausender in Holz. Damit wir genug Hopfen anbauen können. Und jetzt hier das Erz noch krallen. So, und natürlich noch Holz abbauen. 1, 2, 3, 4. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Aber gleich noch die Hütten, die holen wir uns jetzt noch. Und jetzt brauchen wir erstmal viele Bogenschützen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dazu brauchen wir aber Rekruten, das wissen wir mittlerweile. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Und da ist jetzt hier so ein Torhaus. Und dann zeige ich euch mal die Karte ein bisschen. Also hier gibt es Ressourcen en masse. Man muss halt drankommen, ohne dass der Gegner einen zerstört. Wir haben drei Gegenspieler. Wen gucken wir uns noch genau an? Ein Kumpel, der ist direkt nebenan. Da muss ich auch schauen, dass wir den ziemlich gut verteidigen. Also der wird all meine Unterstützung auf der Map bekommen. Und ich würde sagen, wir schalten das Spiel jetzt aktiv. Das bedeutet, ich schalte die Spielgeschwindigkeit jetzt wieder nach oben. Und dann geht's hier richtig zur Sache. Denn ich meine, mich erinnern zu können, dass er sehr oft mit Salazen hier angreift. Also hier wird es eine richtige Salazen-Schlacht geben. Wir benötigen mehr Holz. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Hier wird es sehr viel mit Schwertkämpfern laufen auf der Karte. So, jetzt bringen wir erstmal die Bierstuppen zum Laufen, weil viel Bier gut ist. Dann kann man die Moral hochhalten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Optionen, schalten die Spielgeschwindigkeit wieder hoch, bestätigen das Ganze zurück und Spiel wieder aufnehmen. Jetzt haben wir das Spiel wieder in voller Echtzeit, das heißt schnellere Produktion. Die Leute arbeiten schneller, aber dafür ist auch die Gefahr größer, dass man angegriffen wird etc. Aber so ist es nun mal. Könnt ihr schön sehen, jetzt wird hier ordentlich geackert. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen über eure erbärmlichen Burg. Lass die mal kreisen, die Geier. Wir werden jetzt gleich schöne Armee gegen aufstellen. Jetzt mal eine Fallmacherei. Und eine Waffenkammer. Und dann stellen wir unsere eigenen Bögen her. Jetzt müssen wir natürlich auf die Unterstützung unseres Partners zählen, weil wenn der uns jetzt nicht ordentlich hier unterstützt, hilft, dann haben wir keine Chance. Seht das hier, hier geht schon episch zur Sache. Also wir werden gespeidet. So, und damit das auch gut läuft hier mit eine Nachricht von Produktion, werden wir jetzt viel, Sieg ist nahe. Ja, laber du mal. Werden wir uns jetzt ganz viel Ressourcen hier aus dem Westen holen. Werden wir jetzt ganz viel anbauen. Damit unser Steinelager immer schön voll ist. Ihr könnt das nicht doch. Eine Nachricht vom Kalifen. Ah, ihr strapaziert. Der Gegner wird ja auch sehr oft mit Katapulten angreifen, das seht ihr schon. Das heißt, wir müssen es versuchen, den Gegner aus unserer Burg fernzuhalten. Das kann man schaffen, indem man ganz viele Mauern baut. Steine haben wir hier genug. Immer schön Mauern aufstellen. Dann wird es ihm irgendwann zu blöd, mit seinen Männern hier reinzurennen.
beziehungsweise seine Katapulte leer zu schießen. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Baumeistergilde. Eine Nachricht vom Kalifen. Und holen uns eine Balliste. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Mach doch. Greif doch an, du Spacken. So, eure Beliebtheit, sinkt. Nicht gut. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, schaut euch an, was ich mache. Ich arbeite jetzt hier mit einem ganz einfachen Trick. Und zwar, baue ich ihm jetzt ganz viele Türme da im Weg, damit er seine Einheiten verschwenden muss, meine Türme kaputt zu machen. Wie können wir helfen? Dieses Gerät brauchen wir. Kostet ihn dann nämlich richtig schön Arbeitsmaterial. Was soll konstruiert? Lagerungsgeräte bemannt zum Mukum. Es werden Rekruten benötigt. Brauchen wir auch erstmal Einheiten, weil sonst haben wir keine Chance, unsere Burg zu verteidigen. Es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt brauchen wir erstmal Gehöfte. Eine Nachricht vom Kalifen. Bereitet wir euch genug Bauern dafür. Und der Gegner ist schon in unserer Burg. Das ist unheimlich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Smoken. Wir benötigen Gold. Smoken. Also das ist jetzt eigentlich schon das Szenario, was man sich nicht wünscht. Gegner in der Burg und wir haben keine Steinwelle mehr. Er schießt uns alles kaputt hier. Das möchte ich so nicht. Ihr seid der Fünf. Ich kann auch nicht mal meinen Turm mehr reparieren. Das ist uncool. Ich würde sagen, ich schalte das Spiel noch mal kurz langsam. Bestätigen, zurück. Spiel wieder aufnehmen. Ich werde das Spiel jetzt mal ganz kurz auf klein stellen. Auf low. Einfach mal kurz meine Sachen hier zu ordnen. So, erstmal den Turm wieder flicken. Schnell da wieder eine Balliste drauf. Es kommt alle 5 Sekunden ein Stein angeflogen. Was wünscht ihr? Echt epic. Ich habe noch nicht mal hier Zugang zu meinem eigenen Turm. Das ist unglaublich. Unser Werkzeug ist bereit. Belagerungsgerät der Bemannt. Gebt uns Belagerungsgeräte. So, jetzt kommt es aber wieder. Jetzt müssen wir uns sehr schnell erstmal um die Moral kümmern. Und da brauchen wir Einheiten. Zum Hukum. Ganz viele Einheiten. Die müssen wir jetzt erstmal auf den Turm hier schicken. Hallo. Das ist erstmal unser wichtigstes Gebäude hier auf dem Platz.